einen über die linke Seite. Grüßen und... Oh, klasse, Fährmann. Kurzer Pfosten, ey, der war jetzt... Das war jetzt gefährlich. Ne, guck dir das mal an. Hast du den Kommentator gehört? Ja, der ist ja für Köln. Guck mal jetzt. Da haben die geschlafen, da hat der Otschipka mitgeschlafen, der hat mit dir jetzt der Konter. Jetzt kommt der schnelle Konter. Über links. Patienz hat den Ball. Oh, Patienz, spiel doch links zum Hoppe, der läuft doch da rein. Jawohl, jetzt kommen wir. Harit. Da hätte er wirklich warten müssen oder direkt. Schon schießen, direkt schießen, ganz kurz schießen, trocken schießen. Torschuss, außer jetzt, warte, oh, jawohl, schießt. Und, oh, schade. Klasse gemacht, Doppel, klasse, Junge. Hast gesehen, wie der sich jetzt durchsetzt? Der Mann, endlich machst du das, den Körper mit. Guck mal, schön gemacht, sehr gut gemacht. Oh, hätte der Torwart nicht kriegt, wäre der Dritte gewesen. Was macht der? Hector hat den Ball. Gut abgewehrt. Hector wieder noch den Ball im 16er. Boah, klasse, Fährmann. Boah, wie schnell der Fährmann unten war. Gut geschossen von Hector, muss man sagen. Aber der Fährmann, wie schnell der unten war. Respekt, Fährmann. Respekt, Junge. An die Kritiker von Fährmann, da zeigt... Die erste Liga und die erste Liga, zweite Liga. Oh, Florian fliegt mit einem Fehlpass. Aber, oh, klasse, Fährmann. Klasse, Fährmann, Mann. Das war ein Fehlpass von Florian Flick. Oh, Florian Flick, Entschuldigung. Der wollte zurückspielen zu Mustafi, aber da hat er den Kölner nicht gesehen. Genau in dem im Lauf vom Kölner. Jetzt komm, Marit, geh. Schön. Jetzt gucken, Kopf hoch. Oh, Mann. Gute Aktion von Harit, aber hier hätte er spielen müssen. Da hätte er spielen müssen. Ah, eine gute Aktion, sieh. War aber eine gute Aktion. Da hätte er spielen müssen. War eine gute Aktion, aber das, was ich immer sage, der letzte Pass. Dann mach Flanke. Vorsichtig bei, boah, ich kann gar nicht hingucken. Pass auf, du Schacke. Soll man abseits fallen? Was machen die da, ey, das kann doch nicht wahr sein. Habt ihr da wieder Standardtor kassieren wir? Wieder so ein doofes Standardtor. Da muss man ehrlich sagen, die haben gepennt wie die Gurken. Guckt ihr das mal an. Was war das denn? Keine Ahnung. Cool. War kein Abseits. Aber doch. Warum geht der Timo Becker da nicht hin? Da muss der Timo Becker hingehen, guck. Ja, Fehler von Timo Becker. Ist so, sorry. Fehler von Timo Becker, der hat gepennt, der hätte den Ball wegschlagen können. Der arme Nico gerade. Ja, aber trotzdem, gepennt haben wir. Der arme Nico, tut mir gerade leid. Gepennt. Der arme Real Nico. Gepennt haben wir. War kein Abseits, da braucht ihr nicht mal nachschauen. Warum denn? Aber warte, schau dir wegen faul. Ja, weil Sané lag da am Boden. Ey, die Schiri stand aber davor. Videobeweis. Aber ist doch kein Abseits gewesen. Die gucken, weil der Sané, glaube ich, gefault worden ist. Weiß jemand Bescheid, was da los ist? Ich dachte gerade, das wäre der Groß. Nein, aber jetzt, hä? Jetzt verstehe gar nichts mehr. Ich sauf mir gleich. Ich verstehe gar nichts mehr. War doch kein Abseits. Wenn du saufst, kann mir einer erzählen, was da jetzt los ist? Bestimmt wegen das Foul. Weil die haben das gezeigt. Mein Sohn sagt wegen Foulspiel an Salif Sané. Nee, doch wegen Abseits. Abseits ist das nicht. Doch?
Nein, Abseits doch, ist das guck mal. Nicht. Also, das ist doch gar kein Abseits. Wegen Abseits kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja kein Abseits. Aber da wurde jemand auf den Boden geschmissen, aber wer? Der Sané. Es geht um Bruchteile von Sekunden und es geht... Ach so, es geht um einen Foul an Salif da, Sané. Ja, guck mal da. War das Foul? Ja, der hat die Mutter geschubst. Guck mal doch da auf Sané. Ah, da darf er nicht geben, ne? Weil das wäre unfair gegen... Jawohl, richtig, richtig. War auch faul an Sané. Nicht wegen Abseits, wegen Foulspiel an Salif Sané. Abseits steht da. Wegen Abseits? Kein Tor. Ey. Der sagt wegen Abseits? Ich hätte es wegen Sané verstanden. Aber nicht wegen... Jetzt mal ehrlich, hat er jetzt wegen Abseits gegeben? Ja, der stand... Aber diese Regelung heißt doch Abseits. Ja, sorry, aber da, ne, muss ich sagen, die im Keller, sind die besoffen? Haben die was gesoffen? Ja. Weil das war niemals Abseits. Niemals Abseits. Foulspiel hätte ich verstanden bei Salif Sané, aber die zeigen Abseits, sorry, aber bin ich ehrlich, das war niemals Abseits. Aber für die Bremer ist das gut, die können nochmal durchatmen. Unglaublich. Und Abseits, deswegen sage ich ja. Vielleicht haben die beides... Oh, gerade boah, wieder... Oh, warte, warte, nicht so... Oh, wieder klasse, Fährmann. Der Nico ist gerade am Verzweifeln. Fährmann, bester Mann, Fährmann, bester Mann. Gleiche Höhe. Der Trainer könnte warten, bis sie mal eine Ecke... Noch fünf Minuten. Ich denke mal... Oh, oh. Boah, wieder Fährmann gegen Meier! Klasse Fährmann! Klasse Fährmann! War das gegen Max Meier oder gegen wen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Oh nein, das 1:0 für Köln. Da konnte Fährmann nichts machen. Aber für uns, für Schalke ist es eigentlich egal. Aber trotzdem, das war mit Ansage. Mann, Mann, Mann. Boah, Papa, das ist aber nicht letzte Aktion. Warum geht der Fährmann jetzt schon nach vorne? Papa tippt auf. Fährmann geht nach vorne. Papa tippt auf sein Tablet. Ecke für Schalke. 2-0, 2-0 kommt jetzt. Sogar Fährmann ist vorne. Der Fährmann. Oh! Was? Nein, Fährmann! Sogar der Fährmann hätte ich eigentlich war Fährmann, ne? Ja. Der Fährmann hat geköpft. Sogar der Fährmann hat sich fast reingemacht. Er ist der beste Mann.